Willkommen zu einer neuen Folge Kochen mit Normi. Heute machen wir Zitronenkekse mit Zitronen. Das ist ein Keksrezept, das funktioniert in 8 einfachen Schritten. Oder 9. Schritt 1 ist, das Rezept hier anzupinnen. Geschafft. Dann brauchen wir 500 Gramm Mehl. Das ist ganz am Ende der Skala hier. So, 500. Wieso zeigt er jetzt schon 500 an? So muss das, ne? Das müsste ja dann ungefähr die halbe Tüte sein. Ja, tut sich gar nichts. Ja, die Waage bewegt sich. Exakt abgepasst, 500 Gramm. Das Mehl kommt in die Rührschüssel, dazu 3 Teelöffel Backpulver. Schaffen wir. 1, 2. Ja toll, 3 Teelöffel, das ist ja praktisch die ganze Packung. Naja, einer hat Platz. Das Ganze wird ein bisschen verrührt. Vorsichtig, damit das nicht staubt. Das war Schritt 1, jetzt kommt Schritt 2. Jetzt müssen wir die Zitronen auspressen mit der Zitronenpresse. Erstmal die Zitronen durchschneiden. Nur die Zitronen, nicht die Finger. 1. Ah, kräftige Schale. 2. Und auspressen. Kann man einen Tennisarm von kriegen. Schritt 3, Butter in Stücke schneiden, machen wir. Zack. Zack. So, fertig. Butter kommt in die Rührschüssel. Dazu 250 Gramm Zucker. Fertig. Ein Päckchen Vanillezucker. Auch das. 3 Eier von glücklichen Hühnern. Eine Prise Salz. Große Prise, ganz große Prise und den frisch ausgepressten Zitronensaft. Das sieht auch gut aus. Alles schön verrühren. Sieht gut aus, klebt ein bisschen. Und damit unser Keksteig nicht mehr so klebt, kommt er für 1,5 Stunden in den Kühlschrank. Teig haben wir fertig. Dann muss ich jetzt das Backblech aus dem Ofen holen. Schon mal vorbereiten. Backpapier drauflegen. Na, wunderbar. Schritt 6 erledigt. Ofen vorheizen, 180 Grad, 150, 60, 70, 80. Umluft. Schritt 7 erledigt. Quatsch. Was ist denn hier Umluft? Das ist Umluft. Glaube ich. Ich glaube, ich bin irgendwie mit den Schritten durcheinander gekommen. Was kommt jetzt mal? Schritt 7. Keksteig auf die Platte. Machen wir. Platte ein bisschen einmehlen, damit nichts kleben bleibt. Wunderbar. Keksteig. Mein gekühlten Keksteig, nicht klebend. Naja. Naja, naja, naja. Bisschen klappt. Also ich weiß nicht, ob das was wird. Ein bisschen so, so. Der hat ja überhaupt nichts gebracht mit dem Kühlschrank. Ich glaube, den kann ich mir das mit dem Ausstechen auch sparen. Nee, das wird nichts. Dann mache ich das wieder mehr so makronenmäßig. So. Das ist auch gut.
Sieht auch super aus. Den kann das Ganze, wenn ich das hier eingehakt habe, andersrum selbstverständlich. War ja auch eine 50-50 Chance, warum soll es auf Anhieb richtig sein? Viertelstündchen in den Ofen, nicht anbrennen wieder. Und dann gibt es lecker Zitronenkekse. Bis gleich. Das sieht überraschenderweise gar nicht mal so schlecht aus. Wunderbar. Dann muss ich nur noch die Kekse ein bisschen dekorativ anrichten. Das Auge ist schließlich mit. So, aha. Nichts angebrannt. Wunderbar. Ab in das gute Steingut. Ein bisschen zusammengeklebt. Also meine Kekse haben sich im Ofen ja anscheinend selbsttätig so ein bisschen in Keksform begeben. So, das kann man doch servieren so. Ja, Schritt 8 erledigt. Kekse sind angerichtet. Bleibt nur noch die Geschmacksprobe. Einen kann ich ja mal probieren, da zählt ja keiner nach. Nicht angebrannt. Ob ich die Zitrone jetzt noch rausschmecke? Also der Teig hat noch sehr gut zitronig gerochen. Ich glaube, sie hat sich weitestgehend verflüchtigt. Können wir auch einen Tee zu trinken oder so. Wieso ich die jetzt nicht ausstechen konnte, keine Ahnung. Also ich hatte mehr Teig an den Fingern als auf dem Backblech nachher. Die haben geklebt wie Hölle. Wegen der Zitrone. Ja, man könnte ja noch Zitronenguss drüber machen oder vielleicht ein bisschen Zitronenschale oben. Das waren ja Bio-Zitronen, war eigentlich Verschwendung. Ein bisschen Zitronenschale oben drauf träufeln. Streuseln. Das kann ich ja irgendwann nochmal ausprobieren. Aber ich würde sagen, Projekt gelungen. Zitronenkeks ist fertig. Auch wenn einige Zuschauer vielleicht enttäuscht sind, nicht angebrannt. Und mein Keks esse ich jetzt auf. Und ihr macht was Sinnvolles. Bis zum nächsten Mal.